Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Vlog. Ja, was soll ich sagen? Es ist Donnerstag, Leute. Ich habe irgendwie, eigentlich wollte ich gestern schon mal vloggen, habe es aber irgendwie nicht so richtig geschafft. Ich habe am Dienstag meine Periode bekommen und es war so okay, interessant, also hat richtig heftig reingehauen. Was mich jetzt aber auch nicht wundert, weil es mir in der letzten Zeit tatsächlich nicht so gut ging. Wir haben jetzt noch so 10 Minütchen Zeit, bis wir aufbrechen zum Friseur, Leute. Dazu gibt es auch ein separates Video hier mit quasi dem gesamten Erlebnis, was auf meinem Kopf zumindest passieren wird. Daniel hat sich auch was überlegt. Dazu kann ich ihn vielleicht gleich nochmal befragen, beziehungsweise ihr werdet es ja dann auch sehen hier im Vlog. Und ja, ansonsten war es aber auch wieder noch eine etwas ruhigere Woche, aber nicht weniger arbeitsreich, weil das normale Pensum machen wir natürlich ja trotzdem. Aber ich habe jetzt halt diese Woche nicht ultra Gas gegeben, um irgendwie in Vorproduktion zu kommen oder sonst irgendwelche Dinge, weil ich mich einfach noch ein bisschen den Ball flach halten möchte. Morgen früh gehe ich zum Arzt zur Blutabnahme und dann gucken wir mal. Und ja, das ist erstmal so der Stand der Dinge. Wie gesagt, um 4 ist jetzt dann gleich der Friseurtermin. Ich will unbedingt hier hinter mir diese Ecke aufräumen, ne? Boah, ich glaube, das machen wir diese Woche noch. Und ich werde jetzt aber auch nochmal die letzten Minuten nutzen, um noch ein bisschen zu schneiden, weil ich mit einem Video recht knapp dran bin, was allerdings nicht meine Schuld ist, sondern mal die des Kooperationspartners. Ne? Ich bin meistens sehr gewissenhaft. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen ran. Das muss heute auf jeden Fall noch fertig werden. Und so viel dazu. Wir hören uns. Man sagt ja so, im Dunkeln ist gut munkeln. Irgendwie ist es ein bisschen düster hier noch. Aber es geht eigentlich. Yeah. Leute, das hier wird quasi fast der Eintagesvlog, weil heute ist Montag. Ja. Es ist Montag. Eine Woche später. Guck mal, zeig mal deine Haare, Schatzi, weil deine Haare, Frisur haben sie noch gar nicht gesehen. Guck mal seitlich. Oh, guck mal, wie schick er aussieht hier. Ne? Der Mann mit Undercut, Leute. So habe ich dich ja damals auch kennengelernt mit Undercut. Ja, aber höher geschnitten. Aber höher noch, ja. Und kürzere Haare auf jeden Fall. Ja, auch noch kürzer. Also wir waren ja am Donnerstag beim Friseur. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich mich gemeldet habe und den Vlog hier begonnen habe. Also wie gesagt, momentan ist so ein bisschen so... So, und die Kamera gibt auch direkt auf und hat einfach mal gerade den Akku gekillt. Also Leute, wie gesagt, momentan ist irgendwie so ein bisschen die... Es fährt die Luft raus. Ich bin ganz, ganz ehrlich, es fällt uns wahnsinnig schwer irgendwie. Zeit. Ich glaube, das ist aber bei vielen so, aber Daniel hat heute Morgen noch zu mir gesagt, so, man muss auch aufhören, sich in diesem und auch Winter und so, man muss ein bisschen aufhören, sich die ganze Zeit darüber zu beschweren und tatsächlich auch ein bisschen nach vorne zu blicken. Also ihr merkt, so der vorsichtige Optimismus kehrt langsam zurück. Es geht auch heute für uns noch zum Arzt. Ich war am Freitag zur Blutabnahme noch, für die Schilddrüse ja kontrollieren zu lassen, weil ich vermute, dass da irgendwas nicht passt. Also zumindest so, wie ich mich halt gefühlt habe, so die letzten Wochen. Und deswegen wird das kontrolliert. Und Luffy ist da unten am Schnubbeln. Süße. Genau, und da bin ich mal gespannt, ob da überhaupt irgendwas rauskommt oder ob es wirklich einfach so, ja, so die ersten Anzeichen von einer gewissen Überarbeitung sind. Also ich habe auch gemerkt, jetzt die letzte Zeit, wo ich ein bisschen mich zurückgehalten habe, dass es mir gut getan hat und besser getan hat. Wir waren auch gestern zum Beispiel, keine Ahnung, 1,5 Stunden im Wald spazieren mit den Schnuvis und noch Bekannten aus dem Nachbardorf, die wir ja jetzt mal kennengelernt haben. Das war auch super schön. Und ja, das ist halt... Ich weiß es nicht. Ich liebe dieses Digitale. Ich finde das total toll, aber man muss halt auch echt, wenn der Körper das verlangt und auch man irgendwie merkt, so okay, es ist gerade eine Phase, ich will halt lieber ein bisschen mehr offline sein, dann muss man sich das auch einfach gönnen. Und Daniel ist jetzt aber auch gerade erst auf dem Sprung quasi, weil der geht Holz machen heute. Wir brauchen nochmal und... wir haben da ja eine Connection im Wald quasi und der hat heute Zeit, Daniel dabei zu helfen, weil mit Bruno ist nichts, da kommst du auf jeden Fall nicht rein im Moment mit dem Wetter. Da muss man schon mit dem Trecker ran und selbst der war letzte Woche, war der stecken geblieben mit dem Traktor, Leute. Also da sieht man halt mal, wie die Wetterverhältnisse im Moment auch so sind. Das ist halt schon heftig. Boah, zweiter Kaffee läuft durch, ich nehme mal gerade einen Schluck, ne? Mm.
Ich bedanke mich aber auch auf jeden Fall nochmal bei euch für die ganzen lieben Kommentare auf den letzten Vlog, dass ihr auch gesagt habt, so hey, ne, man muss sich Pausen gönnen und das ist auch in Ordnung. Und ich weiß auch, dass ihr ja Verständnis dafür habt, dass hier vielleicht auch mal ein bisschen weniger ist. Ne, Schatzi? Ja, so ist das ja. Halt, ich habe gerade schon geschnackt, dass du ja heute Morgen auch gesagt hast, richtigerweise, man muss aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit halt zu viel meckert und ja, sich ja. So runterzieht selber. Ja. Sondern dass man dann halt eher so ein bisschen positiver wieder wird. Das einfach mal so akzeptiert, wie es ist, ja. Und das Beste draus machen. Ja, ne? das Beste draus machen. Ja, keine Ahnung. Mir ist der ganze Winter irgendwie noch gar nicht so aufgefallen, dass er da ist und mich stört. Mhm. Und ich habe in den letzten anderthalb Wochen viel mit Leuten gesprochen, die so negativ eingestellt sind auf diese Jahreszeit. Mhm. Und habe dann wirklich schlagartig gemerkt, wie der Winter mich nervt. Ja, ja. Und da dachte ich, nee, das hat dich die ganze Zeit nicht mal einen Funken gestört, in gar keinster Weise. Und jetzt plötzlich soll es mich stören. Ja, ja. Ich dachte, ich muss halt wieder aufhören damit. Ja, muss man auch. Es ist auch wirklich wichtig. Man fällt da so in so ein bemitleidenswertes Loch und es geht einem nur schlecht dadurch, dass es einfach, sagen wir mal, nicht zu auszuschalten, aber so ein bisschen zu akzeptieren, wie es halt ist und das Beste draus zu machen. Ja. Ne? Im Sommer sind wir ja auch glücklich, weil die Sonne da ist. Jetzt sagen wir, ja, aber die Sonne. Man kann auch sagen, ja, heute regnet's mal wieder, da kann ich mal was hier drin machen. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Das ist alles immer eine Frage der eigenen Sichtweise. Hey, ich gehe gern laufen, es schüttet zwar wie mit Eimer, aber ist egal, das macht Spaß, dann kühlt der Körper halt gut ab. Ja, kann man ja auch mal so sehen. Ja. Was denn so gut ist, I don't know, ich bin kein Läufer. Ne? Aber, ja, ja, ja. Ja, aber man kann es auch mal ein bisschen anders betrachten. Ne? Das ist richtig, ist richtig. Weil der Sommer hat seine Vorteile, der Winter hat auch seine Vorteile. Ja, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, so. Aber ja, es ist ein bisschen viel Wasser, aber ist okay. Ne? Es ist halt so, es ist halt so. Ja. Hätte auch anders kommen können, minus 20. Das stimmt, dann hätten wir darüber gemeckert. Ne? Weil der Mensch ist ja sehr, sehr talentiert, wir finden immer was zu meckern. Ne? Richtig, richtig. Ja. So, ich gehe jetzt Holz machen. Du musst Holz machen, habe ich schon erzählt. Hast du schon erzählt? Also, ich glaube mir alles, ich bin nur noch anwesend. Nein! Ja, wir haben nur noch, ich glaube, eine Wanne voll oder zwei. Ja. Das reicht gerade noch für heute. Das Problem ist, wir kommen halt nicht in den Wald rein. Hast du schon erzählt? Ja, weil es nass ist. Ja, ja. Und dass auch unser Bekannter mit dem Trecker stecken geblieben ist. Ja, dann muss er den zweiten Trecker nehmen, für den ersten Trecker rauszustehen. Da hat er noch einen Scherz gemacht, wenn der zweite stecken geblieben wäre, hätte er noch den dritten genommen. Aber das ist halt schwierig, das kann man nicht unendlich weiter betreiben. Nee, unendlich kann man das nicht weiter treiben. Da hast du sogar den ganzen Fuhrpark im Matsch stecken. Ja, im Matsch stecken, ja. Das ist auch nicht geil. Ja, guck mal. Also, guck mal, dass wir mal das Holz dann von 2,80 Meter auf 1,50 Meter schneiden. Da kommt da so ein Brett und dann ziehen wir das mit der Winde raus. Und dann wird es in den Transporter geladen, für wegzufahren. Also, das ist Aufwand, im Endeffekt, der gar nicht sein müsste. Aber es friert einfach nicht. Es friert einfach nicht. Wir und hatten das ist das Problem. Jetzt am Wochenende 2 Tage Frost mal. Ne? Ja, aber das reicht dann gerade mal für die Nacht. Das war auch nichts. Das war für. Da ist es morgens ist es gefroren und dann mittags durch die Sonne ist schon wieder alles eine Matschepampe. Du musst aber auch bedenken, wie ein Mensch, sagen wir mal 100 Kilo im Durchschnitt, geht ins Feld. Das ist nicht schlimm, aber so ein Trecker von 3 Tonnen da reinfährt. Ja, klar. Ja, der sackt doch direkt ab. Ne? Mhm. Und dann liegt er mit dem Bauch auf und dann hast du ihn, den Mist. Ne? Also, so das funktioniert ja nicht. So, pass auf, ich muss jetzt los. Du musst los. Ich bin schon wieder zu knapp. Eine Viertelstunde für bis dorthin, das ist ein bisschen kurz. Ich würde sagen, Bussi und bis später. Ja. Und hier, vielleicht sehen wir uns noch. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Also, ja, nee, ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Ja, weiß ich noch nicht. Ciao, mach's gut. So, der Männer ist weg. Das heißt, wir sind jetzt alleine, Leute. Jetzt machen wir hier Real Talk. Alles gut. Alles gut. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich kann euch noch erzählen, dass ich die ersten Tulpen gekauft habe tatsächlich. Wir waren dann auch am Freitag nochmal Dinge erledigen. Ich glaube, das war am Freitag, ja. Waren wir tatsächlich mal in der nahegelegenen City, weil wir zur Bank mussten und zur Post und so Kleinigkeiten. Und da habe ich die ersten Tulpen geholt. Guck mal. Guck mal, wie schön die auch aufgegangen sind. Also es sieht richtig toll aus und ignoriert bitte den ganzen Proll, ne? Aber das ist ein Paket, das können wir jetzt gleich noch zusammen auspacken. Und ich glaube, darüber haben wir. Ach, Schornsteinfeger war heute übrigens auch da. Ich habe, glaube ich, noch nicht erzählt, beziehungsweise wir haben noch nicht erzählt, dass wir jetzt zuletzt hier Probleme mit Trauermücken hatten. So, wir haben ja, seht ihr ja, diese Gelbkarten da reingesteckt. Die haben es auch soweit schon ganz gut geklärt. Aber wir haben uns tatsächlich auch so ein Mittel zum Gießen der Pflanzen geholt. Aber ich glaube, jetzt so nach der dritten Woche sind wir ungefähr langsam durch. Also wahrscheinlich habt ihr das alle schon mal gehabt oder kennt es. Ich weiß es nicht. Wir haben dann auch im Gartencenter erfahren, dass es so ein typisches Winterproblem tatsächlich ist. Aber wir vermuten, dass wir einen Sack Erde hatten, wo wir noch zuletzt mal irgendwann Pflanzen umgetopft hatten vor ein paar Wochen. Und dann im Winter, dann kommen die dann. Ne? Wenn dann die Pflanzen gegossen sind, schön feucht und gleichzeitig warm, dann geben die dann Gas. Ne? Das war total toll. Also hatte ich bisher tatsächlich auch noch nie Trauermücken, also kann ich mich nicht dran erinnern.
Und ich muss gestehen, aber es wundert mich nicht, weil das hier ist ja das Haus der sieben Plagen oder so. Ne? Wir hatten ja hier schon alles drin. Aber mittlerweile sind wir ja echt glücklich, dass wir alles so gut im Griff haben. Dann würde ich sagen, wisst ihr was? Wir machen mal gerade das Paket auf, weil das ist was Schönes drin. Heute ist ja auch Valentinstag, Leute, ne? Hallöchen. Habt ihr, also ist Valentinstag bei euch so ein Ding? Also bei uns ja eigentlich gar nicht. Interessiert uns auch nicht wirklich. Ich wollte Daniel halt zwar vorhin noch mal so einen Valentinstags-Bussi geben, habe ich aber jetzt auch vergessen, kriegt er später, ne? Und genau, dann würde ich sagen, ich mache das Paket mal auf, weil ich glaube, da ist sowas Valentinstagsmäßiges drin, ne? Und müssen wir mal gucken jetzt. Schaut mal, das ist natürlich die neue Trend Raider Box, ne? Kennen wir ja jetzt hier schon. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die ist immer für mich extra gar nicht komplett zugeklebt. Finde ich auch schön, weil dann kriege ich die mal ein bisschen leichter auf. Und zwar, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, ich liebe dieses Ding ja, weil die kommt ja einmal im Monat und das ist so ein festes Ritual geworden. Ich freue mich da immer so drauf, wenn die kommt, weil da gibt es halt immer irgendwas Geiles zu entdecken, wisst ihr? Und deswegen finde ich das Ding so cool. So schaut die aus, die sind immer ganz hübsch eingepackt. Oh, ich sehe da schon was Leckeres, was mir gefällt. Das kann ich schon hier so spinksen. Die heißt Cozy Weekend. Ich hätte die ja jetzt passenderweise eher zum Wochenende aufmachen müssen. Aber ist egal, Leute, weil ich kann die ja auch heute Abend noch genießen, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, was hier Schönes drin ist. Dieses Mal gepackt vom lieben Alex. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde das immer so süß, da steht immer ein Kärtchen drin. Und nochmal auch liebe Grüße, danke. Und hier ist ja auch immer das Heftchen mit dabei. Nimm dir die Zeit zum Glücklichsein. Es ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit zum Spielen. Es ist das Geheimnis der Jugend. Nimm dir Zeit zum Lesen. Es ist der Ursprung der Weisheit. Habe ich so spontan hier aufgeschlagen. Finde ich sehr schön. Toll. Habt ihr hier direkt noch ein bisschen Inspiration und so ein bisschen, ne? Wir haben ja hier einen anspruchsvollen Blog. So, Leute, jetzt gucken wir mal, was hier Feines drin ist. Einmal Kuschel. Kuschel? Cozy by Nature, ein Waschhandschuh-Set. Mega cool, weil sowas benutze ich tatsächlich relativ häufig. Wenn ich nicht komplett unter die Dusche springe, dann wasche ich mich ja immer. Und von daher ist es perfekt, sowas. Oh Leute, ich habe Hunger, ich merke es schon. Treefluencer. 70% Baumwolle und 30% Modal. Cool. Hey, du Mies. Hör auf. Happy ist übrigens immer noch läufig, das mit dem Höschen funktioniert super, aber sie ist jetzt halt gerade in dieser extrem anstrengenden Phase, deswegen müssen wir da immer ein bisschen aufpassen. Ja, aus Biobaumwolle, ich finde das finde ich richtig cool, warte, wir packen die mal aus, ich muss direkt mal rein. Wow, die sind wirklich super weich, schön, sehr, sehr schön, also Waschhandschuhe, ich persönlich brauche sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist das so ein Oma-Ding oder benutzt man sowas? Nee, man benutzt es, ne? Braucht ihr bestimmt auch, also ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, hier kommt schon mal direkt was zum Schnubbeln. Was bist denn du? Tortilla-Röllchen, Mais und Tomate. Geil. Oh, sowas snackig. Vegan und glutenfrei ist auf jeden Fall schon mal super. Knusprig, würzig. Oh mein Gott. Zieh ich mir jetzt morgens um 9:45 sowas rein? Nein, Sarah, machst du nicht. Machst du nicht. Oh, wie süß. Guck mal. Oh, das ist ja super süß. Das ist so ein Haarband. Ship Shape? Ja. Holistic Fashion. Organic. Also ich finde es ja geil. Ich habe ja die Vegan-Box, ne? 100% Cotton und Made in Portugal. Und das heißt, die Fashion-Inhalte oder alles, was halt auch Kosmetik und so ist, ist ja alles dann halt auch nachhaltig hergestellt, was ich ja super cool finde, weil so kann ich halt ein paar Marken entdecken und vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch testen, ne? So, was haben wir hier? Eine Seifendose aus Zuckerrohr. Auch krass. Witzig. Von Avoid Waste. Aber ich frage mich halt, brauche ich eine Seifendose? Süß. Ist so ein Dings drin? Keine Seife leider, aber riecht ein bisschen irgendwie seifig. Aber brauche ich eine Seifendose? Benutzt jemand Seifendosen? Braucht man das? Vielleicht für unterwegs, ne? Für zum Mitnehmen ist das nicht verkehrt. Oh, Leute! Hier ist was Geiles drin. Kennt ihr diese Schokolade? Tonys Schoko... Wie hieß sie nochmal? Moment, ich bin so komplett... Chocolonelli, genau. Tonys Chocolonelli oder so ähnlich. Die habe ich mal vor ewigen Jahren in Holland entdeckt. Das ist die allergeilste Fairtrade-Schokolade. Ohne Spaß. Da kostet zwar eine Tafel, glaube ich,
ich glaube, 2-3 Euro oder so. Also die ist echt nicht geschenkt. Welche Sorte ist denn das? Mandel, zartbitter Mandel, Meersalz. Oh, die ist so geil. Also ich habe ja schon gesagt oder euch erzählt, wir planen ja ein bisschen Urlaub zu machen, also mehr Urlaub in diesem Jahr. Wir wollen auf jeden Fall Ende März nach Holland fahren. Ich habe es immer noch nicht gebucht. Ich werde es auf jeden Fall hinkriegen. Diese Woche wird es gebucht, weil sonst, ne, ihr wisst, wie das ist. Und da habe ich schon letztens drüber nachgedacht, dass wenn ich in Holland bin, dass ich mir wieder diese Schokolade kaufen gehe. Wie geil ist das bitte? Ich weiß gar nicht, gibt es die momentan oder mittlerweile auch irgendwo in Deutschland zu kaufen? Bestimmt so im Rewe oder Edeka, ne? Denke ich mal, gibt es die bestimmt. Was haben wir hier? Meine Biotik. Das muss ich aufmachen. Steht sonst nichts drauf. Pflanzenhilfsmittel als Gießwasserzusatz und probiotischer Reiniger. Ja, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Das ist für die Pflänzlis. Toll. Zweimal für die Pflänzlis und einmal zum Putzen. Mikrobielle Kulturen und frische Wiesenkräuter werden durch den jahrhundertealten Prozess der Fermentation vereint und entfalten ihre Kräfte für Pflanzen und Boden. Super cool. Damit kann man die dann gießen und dann ist das super gut für die Pflanzen, gell? Mega. Das, also sowas kannte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht. Muss ich unbedingt ausprobieren. Das ist ja richtig toll. Und Reiniger so auf Biobasis und so finde ich ja immer gut. Habe ich ja mittlerweile fast nur noch. Bis auf so halt mal, also man hat ja immer irgendwie noch mal was Aggressives halt im Haus, wenn man irgendwo eine Stelle hat oder so, wo halt man richtig krass ran muss. Aber in der Regel ist hier, also habe ich mittlerweile eigentlich alles auf sehr, na, so natürlich wie möglich halt, ne, wisst ihr ja. So, was haben wir hier? Waschmittelkapseln. Wow, das ist ja auch eine richtig coole Verpackung, ey. Das ist ja der Wasch. Ach, das sind so wie diese Pots, die man so kennt, ne, von den bekannten Marken. Aber halt auf, als umweltfreundlich. Hochleistungswaschmittelkapseln von Smoll. Mega, mega cool. Also man kennt ja nur so eine Marke, die ja von Influencern immer so extrem gehypt wird. Die habe ich persönlich bisher noch nicht ausprobiert. Ich war immer kurz davor, mir mal was dort zu holen, aber irgendwie war es mir am Ende des Tages dann doch immer zu teuer und ich dachte mir so, ah stimmt, ich hatte aber glaube ich doch schon mal auch was in der Trend Raider Box von denen. Da hatte ich mal ein Vollwaschmittel von Everdrop, ist das, rede ich ja von. Das fand ich auch gut, fand ich auch okay, aber es hat mich jetzt nicht so arg vom Hocker gehauen, dass ich sage, okay, das ist mir das Geld wert, es extra dort zu bestellen, weil ich habe ja sonst auch von Ecoware das Waschmittel und mit dem bin ich auch zufrieden. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das hier preislich liegt. Benutze eine Kapsel bei normal verschmutzter Wäsche. Perfekt, ich werde die austesten. Da sind ja auch richtig einige dabei, finde ich mega geil. Also da was Neues zu entdecken, finde ich richtig super. Freue ich mich sehr drauf, weil auch gerade das Thema ist mir halt super wichtig. Also ich benutze seit Jahren halt echt bessere Waschmittel, weil es auch einfach wichtig ist. So Leute, dann haben wir hier nochmal was von Cosnature. Die Marke kennt ihr ja auch bestimmt. Ich auf jeden Fall, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eine sanfte Handseife in Wildrose. Kann ich immer gebrauchen, ist super. Ich habe zwar meine Spender hier, aber ist egal, das passt. Die werden wir auf jeden Fall nutzen. Oh, das ist was für Daniel. Heiße Schokolade. Oh, wie geil, mit 40% Kakao und vegan. Ja, mega. Richtig cool, da kann ich ja zum Valentinstag heute einen heißen Kakao schön mit Sahne machen, ne? So als Belohnung, wenn er aus dem Wald kommt. Ich glaube, das wird ihm gefallen. Und das hier hatte ich vorhin entdeckt. Ich liebe so Erdnussbutter-Geschichten. Das ist Salty Peanut, in vegan natürlich, der Bear Bells vegan. Ja, High Protein. Also jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei den Fische. Ich weiß, es gucken ja so ein paar Veganer zu. Achso, hier ist noch eine, zeige ich euch noch, eine Tuchmaske von Bullrich. Die kenne ich eher von den Salzen. Totes Meersalz zur Beruhigung. Ja, kann man auf jeden Fall benutzen. Ich bin nicht so ein Fan von Tuchmasken, aber ist okay. Jetzt habe ich sie da, dann werde ich sie auch auf jeden Fall benutzen. Also erstmal noch Fazit, es ist wieder eine mega geile Box. Also da ist wirklich alles dabei, für sich ein gemütliches Wochenende zu machen. Gut, Wäsche würde ich vielleicht jetzt nicht an einem cozy Weekend machen, aber der Rest ist auf jeden Fall richtig, richtig toll. Was zum Schlemmen dabei, was zum Schnubbeln dabei, Seife dabei, also wieder ganz, ganz toll. Und vor allem natürlich hier heiße Schokolade, das werden wir auf jeden Fall austesten. Zu den veganen Schokoriegeln, ne? Ich habe jetzt durch die Trend Raider Box in der letzten Zeit ja öfter mal welche gegessen und probiert.
Am besten fand ich eigentlich den von Coa Wach. Das war dieser mit Kaffee und Schokolade. Den fand ich tatsächlich ganz gut. Die anderen Riegel, die da jetzt bisher so drin waren, also ich tue mich schwer. Also manche vegane Schokolade schmeckt halt total gut, vor allem wenn es ja auch zartbitter oder edelbitter ist. Die ist ja sowieso per se schon vegan, was ich halt dann auch gut finde. Aber so manche von diesen High-Protein-Riegeln, also für mich persönlich, ich finde, das ist immer so, das ist so pappig im Mund, wisst ihr? Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was für euch, wenn ihr einen Tipp habt, die beste vegane Schokolade oder Nascherei ist. Ich muss halt gestehen, so richtige Schokolade zwischendurch, also mit Milch, ist halt schon lecker. Muss ich zugeben, ne? Ich glaube, allein deswegen wäre es für mich auch super schwierig, komplett Veganerin zu werden. Weil mir das dann einfach ein bisschen fehlen würde. Muss ich schon, mir würden viele Dinge fehlen, definitiv. Aber ja, den werde ich auf jeden Fall trotzdem probieren und er wird auch trotzdem gegessen, auch wenn ich es nicht ganz so geil finde. Wenn es angebissen ist, dann esse ich es auch auf, ne? Schmeiße ich nicht weg oder so. Ja, mega geile Box, Leute. Falls euch die jetzt interessiert und ihr die cool findet und ihr sagt, hey, möchte ich auch ganz gerne haben, möchte ich gerne ausprobieren und mich auch einmal im Monat überraschen lassen oder das Ganze vielleicht auch verschenken, weil ich finde, dafür ist es halt tatsächlich auch immer was ganz, ganz Tolles, dann schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe es euch dort verlinkt und auch natürlich den aktuellen Code, mit dem ihr dann ein bisschen sparen könnt auf das Monatsabo, weil die kommt ja dann quasi im Abo. Und ich muss sagen, ich habe schon coole Dinge darüber entdeckt. Vor allem auch immer die ganzen Putz- und Waschmittelgeschichten, Marken, finde ich Bombe. Weil da sind so viele kleine Nischenmarken dabei, die ich persönlich sonst nie kennenlernen würde. Ne? Also wie zum Beispiel hier Small, habe ich noch nie was von gehört. Und finde ich halt auch cool, dass man eher dann so noch anderen Unternehmen halt eine Chance geben kann. Außer die halt eh fast jeder auf Instagram bewirbt, ne? Finde ich ja nett. Wir wissen ja, wo wir hier sind, ne? So, also, so viel dazu. Ich werde jetzt kurz noch an den Rechner gehen. Ich muss meinen Videodreh für heute vorbereiten und dann werde ich in die Dusche springen, weil ich muss mir die Haare machen. Ihr habt ja meine neue eigentliche Frisur, habe ich jetzt, glaube ich, bisher noch gut verheimlichen können. Aber da werde ich, also das werdet ihr später ein bisschen sehen. Es ist auch nicht so viel passiert, Leute, ne? Es ist nicht so spektakulär, also, aber ein bisschen was ist passiert. Und die werde ich dann heute das erstmal richtig stylen. Ich hoffe, dass es mir auf Anhieb gelingen wird. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich dann sehen. So, ich bin jetzt ready gemacht, werde jetzt mal ein Video drehen. Und ich habe mir heute tatsächlich einfach wieder ein bisschen Frühling mal aufs Gesicht gemalt. Weil ich das auch einfach im Moment echt brauche, Leute. Also ich habe gerade eben während dem Fertigmachen entdecke ich mittlerweile so ein bisschen das Thema Podcasts hören. Und ich habe da einen Podcast gehört zum Thema mentale Gesundheit. Da hat der Doc Felix ein Interview gegeben oder es war halt so ein Gespräch. Und ja, das war wirklich super interessant und spannend, das halt auch mal von einem Arzt zu hören, der halt auch, ja, der wirklich auch sehr Tacheles redet, was ich echt gut finde. Und ja, das ist, glaube ich, eine Geschichte halt so, ist es jetzt nur gerade irgendwie eine Verstimmung, ist es was Dauerhaftes, ist es, keine Ahnung, auch eine Winterdepression. Ich habe übrigens gelernt, dass Winterdepression tatsächlich eine anerkannte eigene Krankheit ist. Also man sagt das immer so, ja, ich bin halt jetzt im Winter so ein bisschen depressiv, da klingt gerade das Telefon, wir ignorieren das, ihr seid wichtiger. Und genau, dass es halt irgendwie, dass man das so runterspielt, ne? Dass man halt immer so denkt, so ja, ne? Ist halt, wie es ist und so. Aber dass das tatsächlich auch teils anerkannte Krankheitsbilder sind, war mir so auch noch nicht richtig bewusst. Und dass man das an richtigen Symptomen tatsächlich auch ausmachen kann. Also ich finde es sehr interessant. Ich beschäftige mich momentan ein bisschen mehr damit, einfach weil ich es auch an mir selber feststelle. Aber ich glaube, ich komme langsam wieder so ein bisschen da raus und gewinne auch meinen Optimismus wieder. Also ich denke, dass es eher halt so eine Phase ist. Aber auch das will ich nicht runterreden, weil das Thema mentale Gesundheit halt unfassbar schwierig ist. Und deswegen ist halt der Arzttermin heute auch für mich umso wichtiger. Werde das Thema tatsächlich auch mal ansprechen. Mal gucken, was ich zu hören bekomme oder ob vielleicht trotzdem aber nur die Schilddrüse mir irgendwie einen Streich spielt oder so. Weil auch die ist ja ganz gerne mal dafür verantwortlich, dass man halt depressive Verstimmungen hat. Ja, von daher werden wir uns das mal anschauen. Ich habe noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar
hatten nämlich auch einige, oder ich glaube, eine von euch hatte auch gefragt, was denn das Dach macht. Und das Dach ist fertig, Leute. Das Dach ist aber erst am Samstag jetzt fertig geworden. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass es jetzt ready ist. Es war okay. Die Arbeiten sind auch in Ordnung soweit. Es hapert ein bisschen am Detail. Das kennen wir ja leider nicht anders. Ich will gar nicht irgendwie mal groß sagen, von wegen, dass wir alles richtig machen. Um Gottes Willen tun wir bei weitem nicht. Wir sind ja wirklich Hobbyhandwerker. Und als mehr möchte ich uns auch nicht bezeichnen. Aber ich finde es halt schade, dass wenn man unfassbar viel Geld bezahlt und so ein Dach kostet halt auch mal, ja, richtig Geld, dass dann halt irgendwie man denkt so, okay, das sind ja eigentlich die Profis, die müssten es ja perfekt machen, aber perfekt ist es halt nicht. Ne? Ich weiß nicht, was heutzutage so die Ansprüche irgendwie sind. Wir haben das bisher mit allen Handwerkern erlebt, die wir hier ins Haus geholt haben. Vielleicht sind auch wir einfach ziemlich anspruchsvoll. Ich weiß es nicht, aber wir gucken halt schon sehr aufs Detail. Das ist uns wichtig. Natürlich ist dieses Haus noch ganz am Anfang. Natürlich, wenn man halt hier so hinkommt, auch als Handwerksbetrieb, ne, man denkt so, ach ja, ist alles abgerissen, ist alles ranzig irgendwie auf den ersten Blick, ne? Obwohl es das ja nicht ist. Aber das ist vielleicht der Eindruck, den einige bekommen. Und dann denkt man sich so, ja, mucks mal den Scheiß halt dahin so. Also ich will das jetzt keinem vorwerfen, aber ich glaube, das ist halt oft so der falsche Eindruck, der halt bei den Profis entsteht, wenn sie halt auf Menschen treffen, die sowas halt in Eigenregie sanieren. Wir sind keine Profis, werden wir auch, also würde ich auch niemals behaupten oder mir das rausnehmen, aber wir sind trotzdem Menschen, wir gucken aufs Detail und wenn uns Dinge nicht gefallen, dann werden sie so lange korrigiert und gemacht, bis sie uns gefallen. Und ich finde, wenn man halt einen Profi engagiert, sollte das von vornherein der Fall sein. Und da muss man nicht als Kunde oder Laie hingehen, na, gucken Sie mal hier die Latten. Also, das hätte man auch schöner machen können, ne? Klar, es ist ein Dachboden, der wird nicht ausgebaut, es wird kein Wohnraum und so. Ja, man kann aber trotzdem sauber arbeiten, ne? Ist immer so unsere Meinung. Ja. Lassen wir das Thema dabei, wir haken das ab, das Dach ist gemacht und für den Rest gucken wir einfach, wie es weitergeht, was so ansteht. Daniel und ich haben für dieses Jahr uns ja ein paar Projekte vorgenommen, die wir auf jeden Fall übers Jahr machen werden und ihr kennt das Spiel, ihr werdet sehen und miterleben, was wir tun und was wir nicht tun. So, und jetzt muss ich ganz dringend vor die Kamera. Daniel war gerade schon da, hat Holz abgeladen, aber ich muss jetzt ganz, ganz dringend vor die Kamera, damit ich mein Video in den Kasten kriege. Und dann machen wir hier erstmal direkt Mittagessen, Leute. Ich habe nämlich schon richtig Hunger. Habe irgendwie das Frühstück heute schon wieder ausgesetzt, aber ist auch egal, ne? So, jetzt aber quatsche ich die andere Kamera voll, ne? Bis gleich. Schaut mal, wie herrlich die Sonne hier reinstrahlt gerade. Passend zu meinem Frühlings-Make-up und der Laune heute. Ich habe mir hier mein Ballonlicht noch an. Ich glaube, das kann ich fast gleich ausmachen, weil der Himmel ist interessant, sagen wir mal so. Ich habe mich jetzt entschlossen, bevor wir Mittag machen, dass ich noch schnell mein Workout zwischenschiebe, weil wir nämlich später beim Arzt auch geboostert werden. Und montags ist auf jeden Fall mein Workout-Tag und ich will den nicht skippen. Ich habe ein bisschen, also ich weiß halt noch nicht genau, wie wir auf die Boosterimpfung reagieren. Und dann möchte ich einfach die Möglichkeit sozusagen haben, mich einfach heute Abend hinzulegen, wenn mir danach ist. Aber ich habe tatsächlich etwas festgestellt und zwar, dass ich das mittlerweile echt einfach fest in meiner Routine brauche. Ich hätte es nicht gedacht, dass sich das nochmal einstellt, aber ich trainiere jetzt schon seit ja 6 Wochen fast eigentlich mit Luna Gym und mit der Motion Plattform und habe ja da jetzt quasi das Body Boost Programm von der Kim komplett durch einmal. Ich mache jetzt heute nochmal eine Mobility Routine, gemeinsam halt mit ein bisschen Apps. Genau, weil das auch eines meiner Lieblingsworkouts tatsächlich geworden ist in der letzten Zeit. Ich habe euch ja immer mal wieder so ein bisschen mitgenommen, aber jetzt ja natürlich auch nicht alles gefilmt, weil ganz ehrlich, Leute, ich bin ja hier auch kein Fitnesskanal oder so. Ich will euch damit auch nicht nerven mit dem Thema. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo es mir eher so
mental halt schlechter ging, dass es einem auch nicht hilft, wenn man sich so sehr darin suhlt. Und da muss man einfach in Bewegung bleiben. Also gerade diese Bewegung oder auch so wie gestern die Runden 1,5 Stunden in den Wald oder so, 6 Kilometer einfach mal spazieren gehen, wandern gehen. Das sind Dinge, die tun einfach unfassbar gut und sie sind so wichtig. Ich meine, das wisst ihr selber, das weiß jeder, der wirklich mal drüber nachdenkt. Aber ja, von daher ist es halt einfach ein permanentes Dranbleiben. Und ich freue mich jetzt auch bald mal endlich das Spinning-Fahrrad einzuweihen. Das steht da so ganz bekümmert in unserem zukünftigen Fitnessraum. Aber wir kriegen auch das hin und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich gestehe, ich nutze es aktuell nicht, weil es mir da unten zu kalt ist. Ja, ich bin halt auch mit Möschen. Ne? Also wenn, muss mir Sport auch richtig Spaß machen. Und das tut es halt mit Luna Gym auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten jetzt das Workout gemeinsam. Und dann habe ich natürlich, Leute, auch eine Aktion für euch, aber jetzt machen wir erstmal das Workout gemeinsam. So, fertig und wieder tatsächlich glücklich, dass ich einfach ein kleines bisschen was getan habe. Ich mag das Workout, weil es nicht so super heftig ist. Also ich bin jetzt zwar auch gut angestrengt, ich habe auch leicht geschwitzt, aber ich bin nicht komplett durch, sodass ich sage so, Dusche, ja, und dann war es das. Und deswegen mag ich das halt echt gerne. Und ja, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, das Ganze auch mal für euch auszuprobieren, haltet euch fest. Heute ist Valentinstag, habe ich ja schon erwähnt in diesem Vlog. Und Luna Gym hat echt eine richtig heftige Aktion. Das hätte ich, also ich war wirklich überrascht, als ich das gelesen habe. Zum einen, unter allen, die heute bestellen, verlosen sie eine Reise nach Paris für 2. Da findet ihr mehr Infos auf deren Instagram-Account, den ich euch hier jetzt nochmal einblende, beziehungsweise auch unten in die Videobeschreibung packe. Also geht da gerne mal vorbeischauen. Ich folge denen natürlich auch und die posten halt auch immer super coole, motivierende Stories und zeigen halt auch Workouts auf Instagram, was ich super praktisch finde. Also das Folgen lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt natürlich einen besonderen Code jetzt zum Valentinstag, der heißt Love Violet. Und damit bekommt ihr 50 Euro Rabatt bei 100 Euro Einkaufswert. Und auch noch diese pinken hier, die da. Die gratis dazu, ja, die ich jetzt heute für das ganze Workout benutzt habe. Also von daher lohnt sich das Stöbern heute am Valentinstag doppelt und dreifach. Und der Valentinstag ist ja vor allem da, um euch selbst zu lieben und Bewegung und Sport in den Alltag einzubauen. Das ist einfach pure Selbstliebe, Leute. Ihr macht es für euch und für euren Körper, für eure Gesundheit. Das ist super wichtig. Habe ich selbst in den letzten Wochen ja sehr massiv feststellen dürfen. Und ich bin echt super glücklich, dass ich jetzt so lange da schon dran bin und das auch in meine festen Routinen einbauen konnte. Und ich denke, mit Tendenz, dass das Wetter schöner wird, kommt diese Motivation auch noch mehr. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich da auch noch ein bisschen mehr dran bleibe. Ich habe jetzt so in dem Sinne erstmal keine super gravierenden Veränderungen an meinem Körper festgestellt, wobei doch so ein bisschen, also ich habe schon das Gefühl, es wird alles langsam ein bisschen straffer, aber natürlich habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel Kilo abgenommen oder so, ne? War ja auch nie mein Ziel. Mal gucken, wie sich das ganze Jahr so entwickeln wird, das weiß ich natürlich noch nicht und es war auch gerade erst der Anfang. Man muss halt beim Thema Sportroutinen unfassbar geduldig mit sich selbst sein und sich selbst halt auch nicht zu stark unter Druck setzen. Das habe ich auch gelernt in den letzten Wochen, wo ich kurz erkältet war und es mir nicht gut ging, dann habe ich es halt geskippt, habe dann aber versucht, am nächsten Tag oder übernächsten Tag mich wieder zu motivieren und jedes Mal, wenn ich die Übungen hinter mir habe, geht es mir einfach besser. Und wenn man sich auf dieses Gefühl und diese positive Einstellung einfach fokussiert, dann klappt das auch, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Und deswegen freue ich mich da auch weiterhin, dass ich hier mit meinem richtig coolen Equipment und meinem kleinen Körbchen, was ich da hinten stehen habe, wo alles drin ist, ja, hier fleißig zu Hause trainieren kann, weil es halt einfach für mich so flexibel ist. Ja, ich kann es nicht euch genug ans Herz legen. Ich glaube, die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand.
Und ja, dann nochmal ein herzliches Dankeschön an das Luna Gym Team, die halt eine echt tolle Plattform auf die Beine gestellt haben und super Equipment, mit dem auch wir Curvys richtig gut arbeiten können. Und jetzt habe ich Hunger, aber ich habe heute tatsächlich noch gar nichts gegessen. Auch das ist eigentlich nicht gesund, Leute, aber ja, ich habe noch gar nichts gegessen und Daniel war schon in der Küche am Wuseln, habe ich gehört. Und es gibt jetzt Mittagessen erstmal, da gucken wir jetzt mal gerade und der Mann ist ja auch zurück. Den wolltet ihr bestimmt noch mal sehen. Der Mann schon wieder, ne? Der ist mich schon wieder am Ärgern hier. Er kocht gerade und wir haben festgestellt, also es gibt erstmal Klassiker, Leute, ne? Spinat, Spiegelei und ein paar Kartoffelchen und ich habe festgestellt, wir haben nur noch 3 Eier. Ist ein bisschen wenig, ne? Aber ja, der Mann will mir jetzt unbedingt die 2 Eier andrehen. Schatzi! Hui! Hui! Wie waren deine Aktionen im Wald? Ja. 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 Das ist anstrengend. Was muttert man, ne? Aber es ist halt so, ne? Wir brauchen ja Holz, weil Schatz, ja. Ohne geht ja nicht. Nee, richtig. Schatzi, ich habe dir noch gar nicht gesagt, alles Gute zum Valentinstag. Ist heute Valentinstag? Heute ist Valentinstag. Oh mein Gott, ich dachte, das ist der Jahrestag oder so. Nein, 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 der ist doch schon vorbei. Ja, ja, aber man weiß ja nie. Guck mal, ich habe auch was ganz Tolles für dich, extra zum Valentinstag. War in der Trench Raider Box drin, heiße Schokolade. Oh, ja, das ist aber wirklich cool. Das ist gut, ne? Ja, das ist wirklich cool. Ja. Heiße Schokolade nur mit viel Sahne, Leute. Mit viel Sahne. Die mache ich dir heute Abend noch, mein Schnucki. Aber wir haben keine Sahne. Und es war auch schön Schokolade in dem Paket drin. Also wir sind für heute Abend für unser Fernsehprogramm definitiv perfekt ausgestattet. Also ich sage schon, es muss weniger werden, Schatz. Nicht mehr. Guck mal hier. Dein Ei. Ja. Das klebt. Ja, das, du musst das mal einkleben. Ne? Das ist mal einkleben. Ja, nimm da hinten den Schieber, da, der ist besser. Ne? Wenn die Frau sagt, ne, dann machen wir das. Wir wollen ja hier kein Familienstreit. Nein, wir wollen hier keine Ehekrise. Guck mal hier. Ei, jetzt swingen mal. Sie wieder. Swing, swing, swing. Okay, wir haben keine Pfeffer mehr. Keine Pfeffer. Okay. Ich weiß, wonach Schubi ist. Kannst du mir bitte ein bisschen Pfeffer holen? Ah, oui, ja, ich hole Pfeffer. Ja. Moment. Weil sonst kann ich die Eier ah, mit dem Salz machen. Ja, ja, dann ist aber da ist Salz doch Pfeffer. Ja, auf deine ist Pfeffer. Aber du hast recht, der kann auch noch gesalzene kriegen. Hast du recht. Nein, nein. Ich muss den Mann erstmal gerade retten und Pfeffer holen. Sekunde. Danke. Jetzt macht das schon selber, ne? Ich sag ja, der Mann. Der ärgert mich heute. Hoppala. Dreck. Ja, ist Dreck. Halt Schnüss so ungefähr, ne? Juti, ja, wir, wie gesagt, gönnen uns jetzt unser Mittagessen, dann geht's mit den Schnurrbis raus und dann werd ich mich wahrscheinlich noch kurz an den Schreibtisch setzen, du je nachdem auch, ne? Je nachdem, wie viel Zeit noch ist. Aui. Und dann, liebe Leute, ist der Montag tatsächlich schon fast gelaufen, ja? Und damit auch dieser Vlog, der ja fast so ein Ein-Tages-Vlog war. Aber ihr merkt schon, die Stimmung ist wieder jod. Der Optimismus ist zurück und deswegen glaube ich auch, dass dann die nächste Vlog-Woche noch wieder ein bisschen aufregender hoffentlich wird. Aber ich weiß, es gibt so viel zu tun, aber es gibt nicht immer alles zu zeigen. Das geht halt einfach. Das ist halt auch manchmal irgendwie blöd. Ja. Ne? Ihr wisst das ja, wir reden da ja auch öfter drüber, aber es gibt halt oft so viele Dinge, die sind einfach so komplett uninteressant, ja. Ja, oder man denkt gerade nicht, die Kamera zu holen. Ja, genau. Weil es einfach nur zu kurz dauert. Ja, weil es zu kurz dauert oder dann irgendwie plötzlich schnell vorbei ist und ach, keine Ahnung. Ihr kennt das ja, wir sind ja hier in einem ziemlich, also eigentlich ist es ja ein Reality-Format, wenn man so will, ne? Ja. Mit der ungeschönten Reality. Also, schreibt was Nettes in die Kommentare, liebe Leute. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und gebt dem Vlog super gerne ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns hier nächsten Montag, aber natürlich ja sowieso noch im Laufe der Woche in den Hauptvideos. Bis dann! Tschüss! Tschüss.